Hallo und willkommen zurück. Neue Folge, neues Glück. Ja, ich glaube, ich habe Damien ein bisschen verärgert, nachdem ich seinen Lakaien so, ja, mal eben aus dem Weg geräumt habe. Der nächste Hinweis ist eine IP-Adresse. Und so wie das aussieht... Es muss doch einen Weg geben. Und Damien braucht diesen Sieg für sein Ego. Ich lasse ihn gewinnen. Ich finde den zweiten Hacker und er lässt Nikki frei. Ob ich ihm glauben kann? Egal. Ich habe leider keine Wahl. Was für ein Irrer! Also, wie schon fast vermutet, sieht so aus, als führt uns die nächste Mission erstmal ins Apartment, ins ursprüngliche alte Apartment von ganz am Anfang. Hier war ich schon eine ganze Weile nicht mehr. Sollte man vielleicht mal wieder aufräumen. Egal. Erstmal haben wir Wichtigeres zu tun. Der Pfand. Dieser Hohensohn. Verdammter Melodjob. Also gut, Damien. Vielleicht hast du ja etwas übersehen. Genau da. Mist. Was ist... Hey, ich bin's. Du hast mich herbestellt. Scheiße. Mir platzt bald der Schädel. Ja? Okay, komm her. Sieh dir das an. Wer ist sie? Weiß nicht. Die Datei ist kaputt. Hast du eine Idee, wie ich es abspielen kann? Da ist nichts zu machen. Du brauchst das Original. Ich lasse eine Suche über den C2S-Zugang laufen. Genau deswegen wollte ich mit dir sprechen. Ich glaube nämlich nicht, dass er davon weiß. Damit hätte er geprahlt. Ich kenne ihn. Wer hätte geprahlt? Vielleicht eine Spur. Oder nicht. Ich muss ihm einen Schritt voraus sein. Hast du Ärger? Eine IP-Adresse? Ja, die habe ich von ihm. Kannst du die Quelle checken? Was soll das alles hier? Aiden, antworte. Ich tue nichts, bis du mir... Er hat sie entführt, Clara. Er benutzt meine Schwester als Sicherheit. Oh mein Gott. Der, den wir suchten? Der, Damien Branks. Ich kann nichts tun. Ich werde jetzt gehen. Wir reden später, gut? Wenn du fertig bist. Komm her. Was ist denn los? Unser. Hab dich! Okay, wie es aussieht, wird unsere Wohnung belagert. Und die scheinen von überall zu kommen jetzt. Jetzt flüchten wir einfach über den Balkon. Und hoffen das Beste, würde ich sagen. Ich glaube, Damien ist wirklich sauer. Der mag mich nicht mehr. Kann ich absolut nicht nachvollziehen. Da sind Scharfschützen, glaube ich, da oben. Schließ den Trab. Sprengen! Ja! Sprengen ist immer gut. Ja, was ist mit dem Hotelschild? Gar nichts. Oder kann ich das irgendwie kurz schließen oder sonst was? Aua! Zeig dich! Okay, jetzt habe ich irgendwie ein Fahrzeug neutralisiert, ich weiß aber nicht, wie jetzt genau. Ja, ich komme ja schon, ganz ruhig. Papa hat das im Griff. Oder auch nicht. Oh, doch. Das war gut. Was war das, Stromausfall? Ja, Stromausfall. Von ganz alleine. Was du nicht sagst. Die kommen von überall.
Mann. Da konnte ich wieder irgendwas. Wow. Okay, der ist auch weg. Das sind noch Scharfschützen. Ich habe ja, glaube ich, noch mein Scharfschützengewehr irgendwo. Da ist es. Da, der wäre weg. Der hat verschielt. Headshot! Und noch einer. So, jetzt gehen wir wieder auf Sturmgewehr. Und ab nach unten. Clara wird ihnen nun folgen. Okay. Dann kommen schon die nächsten. Hat mit meiner Suche nach der IP zu tun. Was haben wir da gefunden? Bleib vorsichtig, ich bring uns raus. Oh, Kacke, da ist ja der Durchgang. Oh, shit. Wo sind die? Oh, Gott. Schnell, 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 schnell. Gott, war das knapp. Hier kann ich noch was aufheben, so. Clara, komm. Boah, komm jetzt. Pass aus nicht. Rein ins Auto. Ich erledige das hier. Genau, geh jetzt mal weg. Jetzt räume ich den Rest weg. Geh doch. Okay, Clara ist weg. Das ist gut. Jetzt muss nur noch ich hier irgendwie rauskommen. Aber hier wimmelt's von den Typen. Uah. Sehe ich genauso. Ich will eigentlich da raus. Also der eine muss halt noch weg. Genau. So, du hast sicher nichts gegen, wenn ich mir deine Karre nehme. Du bist eh tot, du brauchst die nicht mehr. Dann erstmal weg hier. Und du? Handy klingeln. Bist du okay? Natürlich bin ich nicht okay. Fuck. Wer bist du? Was soll ich darauf antworten? Ich weiß, wo wir in Ruhe reden können. Hier. Hier. Schon wieder ein Anruf? Im Fernsehen zeigen sie ein Feuer im Owl Motel. Kannst du nicht auschecken wie jeder andere? Wann habe ich hier etwas wie die anderen? Plaudern wir etwa? Ist so lange her, ich bin sprachlos. Genieß es, denn es kommt nicht wieder vor. Ich habe kein Netzwerk und brauche Ausrüstung. Nicht mein Problem. Du wolltest nicht im Team arbeiten. Kümmer dich selbst drum. Aber mach schnell, ich brauch deinen Kopf im Spiel. Hey, meine Süße, dein Bruder will reden. Edith? Jack? Geht es meinem Baby gut? Er ist sicher. Wo bist du? Keine Ahnung. Es ist kalt. Mir waren die ganze Zeit die Augen verbunden. Ich habe Angst, Aiden. Das weiß ich. Und ich hole dich raus. Du, ich kenne Damien. Er ist nicht verrückt. Er tut dir nichts. Sei nur ein wenig vorsichtig. Was meinst du, du kennst ihn? Er hat mich entführt. Dadurch will er an mich rankommen. Was? Zeit abgelaufen. Mein Gott, was hast du gesagt? Sie ist in Tränen aufgelöst. Damien, gib sie mir nochmal. Wenn du weiter plaudern willst, folgst du dieser IP-Adresse und besorgst mir etwas Nützliches. Tata. Tata. Okay, sie ist sicher. Erstmal. Scheint kalt zu sein. Vielleicht draußen. Ich lass sie reden. Könnte ja sein, dass ich einen Hinweis finde. Dann bewege ich mal direkt zur nächsten Mission, weil die war jetzt relativ kurz. Immerhin konnte Aiden mal wieder mit seiner Schwester reden, also sie lebt noch, das ist schon mal ein Anfang. Wie heißt die Mission? Mit einem Fuß im Grab.
Mission gesperrt. Oh, nee. Mist, ein Fixer verfolgt mich. Okay, den muss ich erstmal loswerden. Alles klar, ich habe wieder einen Fixer am Hals. Und ich habe ja so das Gefühl, das ist eine mehr als beschissene Stelle hier. Weil der könnte jetzt oben sein, der könnte jetzt hier unter den ganzen Obdachlosen hocken. Aber ich werde ihn schon finden, hoffe ich. Da ist eine Karre geparkt, das ist sehr auffällig, mein Freund. Jetzt pass mal auf. Knarre! Er hat eine Knarre! Stopp! Hör einfach auf! Scheiße, das war er nicht. Ich habe es echt fest damit gerechnet, dass er da drin hockt. Da habe ich mich wohl etwas überschätzt. Verdammte Scheiße. Okay, jetzt wird's brenzlig. So, Gebietüberwachung, mal mit der Kamera so ein bisschen. Wer ist es? Da hinten rennt einer. Allerdings... Ich habe sie auch alle verscheucht so ein bisschen mit meiner Waffe. Also, nächstes Mal mache ich das besser. Da ist er! Aber es ist fehlgeschlagen. Verdammt! Allerdings, das war kein Hacking oder sowas, also der hat mich irgendwie nur beschattet. Okay, das Spiel habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Aber angesichts dessen, dass das jetzt wieder so ein bisschen gedauert hat, werde ich jetzt erstmal noch kurz was anderes machen. Und zwar den hier, den Fixer-Auftrag. Naja, dann gibt's eben die nächste Mission wieder in der nächsten Folge. Ja, das war jetzt unerwartet. Das war auch mies jetzt. Ich hätte einfach gleich hochgehen sollen. Das war meine erste Vermutung, aber ich wollte mich erstmal unten umsehen. Das war wohl ein Fehler. Meine Theorie, dass der immer im Auto sitzen muss, ist auch falsch. Schlechtes Karma. Das ist einfach schon mal passiert, dass er im Auto gesessen hat die ganze Zeit und ich habe es nicht gemerkt. Deswegen gucke ich da jetzt überwiegend drauf. Ja, das hat wohl nicht so ganz hingehauen. Egal, fixer Auftrag. Ich muss den Kerl verfolgen, bis ich die Daten zurück habe und ihn dann aus dem Spiel entfernen. Für immer. Okay, das ist wieder so eine Hackmission. Muss ich möglichst nah am Ziel bleiben, um ihn zu hacken. Und wenn ich 100% der Daten habe, dann, ja. Wie er so schön sagt, wird er aus dem Spiel entfernt. Höchstpersönlich von mir natürlich. Ja. Gut. Schade, dass man das Geld nicht einsammeln kann, was da rumfliegt. Ich könnte reich werden durch solche Aktionen. Nein! Ah, jetzt bin ich auch noch aufgefahren. Aber ich könnte ihn jetzt so blockieren, dann kriege ich die Daten schneller. Weil der ist ja auch so blöd. Na, okay, er hat sich befreit. Was war das denn jetzt? Holler haben nicht funktioniert. Scheiße! Naja. Verbindung unterbrochen. Okay, ich hab sie wieder. Das war zu spät. Na, ich krieg dich schon, mein Freund. Ich krieg dich schon. Ja, noch ein bisschen. So. Willst du unbedingt im Tunnel sterben? Ich bin dran. Dann soll es so sein. Allerdings hat er Verstärkung. Oh nee, jetzt wird's wieder gefährlich. Weil die schießen ja gleich auf mich und ich darf den ja, glaube ich, nicht töten, sondern muss ihn nur umhauen. Was bedeutet, dass ich echt extrem aufpassen muss.
Obwohl nicht, steht dran ausschalten. Also, dann geht töten wohl auch. Ach Mann. Wieso stehen an den Ampeln nie irgendwelche Leute, die jetzt sinnlos auf die Kreuzung fahren können? Wo fährt denn der hin? Autsch, autsch, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, autsch. Ah, oh, Zivilist getötet, war ja klar. Häng ihn von der Straße. Bäh. Der Weg ist aber nicht für Autos vorgesehen. Aber arg lange kann sein Auto nicht mehr durchhalten. Ich hab den jetzt schon ein paar Mal erwischt. Oh. Ich fahr in ihn rein. Den scheint's wohl auch nicht zu kümmern, wenn er Leute überfährt. Allerdings kann ihm das gleich egal sein, wenn er tot ist. Mir jedenfalls nicht. Ich stoß ihn von der Straße. Aber ich konnte zumindest wieder so ein bisschen Ruf aufbauen. Da! Oh Mann! Das gibt's doch nicht! So. Jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich. Ohne Karre! Er hat eine Kanone! Ohne Karre, ohne Knarre, scheiß drauf, ich fahr weg! Wow! Das schöne Auto! Gut, ist ja nicht so, dass ich es nicht eh schon kaputt gemacht hätte, aber. Es geht ums Prinzip. Wenn ich das mache, darf ich das. Das ist erlaubt. Ihr dürft nicht. Kapiert? Na? Dann ist gut. Wow. Lustige Gegend hier. Hier war ich, glaube ich, noch gar nicht. Ich habe auch keinen Zugriff auf CTOS-Netz. Ja. Cool. Was ist das hier? Bleibt mit dran, wir brauchen jeden Mann! Warte mal, da hört die Brücke auf, da ist eine Baustelle. Boah, Junge. Komme ich jetzt hier wieder raus? Weißt du was? Ich erschieß die jetzt einfach. Echt keine Lust mehr, vor denen wegzufahren. Doch, und zwar mitten durch euch durch. Was bist du für einer? Scheiß Zivilist, hau ab! Stehst mitten in der Schusslinie. Los, weg! Oh, scheiße Granate! Komm runter, okay? Komm runter! So, einer noch. Ja, genau, gib Deckung. Dann kannst du gleich hier sitzen bleiben. Genau. So ist brav. Alles klar, dann hätten wir das auch geschafft. Wieder eine kleine Nebenmission, einmal beim Online-Spiel versagt und die Hauptmission natürlich wieder so ein bisschen vorangetrieben. Ich steige jetzt in diese Scheißkarre ein, begebe mich dann direkt in die nächste Folge und zur nächsten Mission. Bis dann, Leute!